Seit 7 Jahren betreibe ich nun diesen Kanal und seit 7 Jahren berichte ich über File-Sharing-Abmahnungen. Zeit, nochmal ein zusammenfassendes Video zu drehen und die Frage zu klären, wo stehen wir, wer wird erwischt, wie teuer kann es werden und warum gibt es überhaupt noch so viele Tauschbörsenabmahnungen. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecke. Und die treuen Fans dieses Kanals wissen, dass wir mittlerweile mehrere 10.000 Tauschbörsennutzer gegen die Musik-, Film- und Softwareindustrie vertreten, 2 bahnbrechende BGH-Urteile gewonnen haben, 1 BGH-Urteil verloren haben. Und insofern fand ich es an der Zeit, einmal Resümee zu ziehen und zu sagen, wo stehen wir in Sachen File-Sharing, was ist der aktuelle Stand der Dinge, was darf man nicht, wie hoch ist die Chance, erwischt zu werden und wie teuer wird es eigentlich? Fangen wir mal ganz von vorne an für diejenigen, die nicht so richtig wissen, was File-Sharing eigentlich ist. Beim File-Sharing handelt es sich zum Beispiel um Tauschbörsen wie BitTorrent. Früher gab es Napster, die heutigen Tauschbörsen funktionieren etwas anders. Und die Besonderheit, die auch zu den vielen Abmahnungen geführt hat, ist, dass man sich einerseits etwas herunterlädt, also einen Film oder Musik, und diesen Film auch gleichzeitig, ob man das will oder nicht, der gesamten Welt wieder anbietet zum Upload. Und dieses Anbieten funktioniert mit der IP-Adresse. Und diese IP-Adresse, die ist öffentlich und für jedermann sichtbar. Für jedermann. Und damit auch für die Medienindustrie. Die loggt sich nämlich genau in diese gleichen File-Sharing-Börsen ein, schaut, was wird da gerade so angeboten und kann dann Testabrufe bei euch tätigen, sieht eure IP-Adresse und hat damit schon mal den ersten Schlüssel zur Rückverfolgung in der Hand. Doch alleine aus Grund der IP-Adresse sieht man natürlich nicht, wer dahinter steckt. Dann muss man einen sogenannten Auskunftsanspruch durchsetzen bei Gericht. Diese Auskunftsansprüche sind relativ simpel. Da gibt es also mittlerweile Formvorlagen, die die Medienindustrie da hat. Die sagen dem Gericht, hier hat jemand getauscht, wir sind Rechteinhaber. Wir möchten gerne den Internetzugangsanbieter, also beispielsweise die Deutsche Telekom, fragen, wer steckt denn hinter einer solchen IP-Adresse? Die Telekom gibt dann, wenn so ein Auskunftsanspruch oder so ein entsprechender Anspruch bei Gericht festgestellt worden ist, dann auch bereitwillig die Daten raus. Und dann bekommt ihr Post. Post von den Abmahnanwälten. Wobei Abmahnanwälte wäre fast zu viel gesagt. Es gibt in Deutschland fast nur noch eine Kanzlei, die im großen Stil abmahnt. In den Hochzeiten der File-Sharing-Abmahnungen gab es so bis zu 40 Kanzleien oder ich glaube 40 Kanzleien tatsächlich. Also jedenfalls eine ganz große Vielzahl an Kanzleien, die abgemahnt hat. Und davon übrig geblieben ist nur noch eine, die euch hier schon gut bekannte Kanzlei, Waldorf Frommer. Waldorf Frommer schickt euch also Post. Und in der Post steht drin, sehr geehrter Herr So-und-So, wir haben festgestellt, dass über Ihren Internet-Account Musik oder Filme getauscht worden sind. Das kostet jetzt 800 Euro. Und diese 800 Euro setzen sich wie folgt zusammen, 155 Euro in etwa Abmahngebühren und der Rest ein Schadenersatzanspruch, der fällig wird für das getauschte Werk. Darüber hinaus sollt ihr auch eine Unterlassungserklärung abgeben, in der ihr euch verpflichtet, dieses Werk künftig nie wieder kostenlos im Internet ohne Erlaubnis des Rechteinhabers anzubieten. Nun, dann kommt der eine oder andere auf die Idee, ist doch alles nur Fake, ab in die Tonne mit diesen Waldorf-Frommer-Abmahnungen. Da würde ich von abraten. Auch bin ich der Letzte, der sagen würde, Waldorf-Frommer würde in irgendeiner Weise unseriös arbeiten. Die arbeiten nur hocheffektiv mit Hochtechnologie und können deswegen so viele Menschen abmahnen und sind möglicherweise deswegen auch die Letzten, die überhaupt in dem ganzen Abmahngeschäft noch übrig geblieben sind. Es gibt noch vereinzelt Abmahnungen der Kanzlei Rasch, die hat sich aber aus dem ganzen File-Sharing-Geschäft natürlich zurückgezogen. Die waren allerdings die Ersten, die das im großen Stil damals, als ich auch mit der Verteidigung begonnen habe, da losgelegt haben. Habt ihr also erstmal so eine Abmahnung der Kanzlei Waldorf Frommer im Briefkasten liegen, sollen also um die 800 Euro gezahlt werden. Jetzt geht die weitere Frage nach der Rechtslage los. Müsst ihr also zahlen und müsst ihr die Unterlassungserklärung abgeben? Und das war ein ziemliches Durcheinander in den letzten Jahren in Sachen Rechtsprechung. Da müssen wir mal schauen, welche Situation bei euch vorliegt. Sagen wir mal, ihr würdet in einer Wohngemeinschaft leben. Dann ist die Situation leider bis heute noch nicht ganz hundertprozentig klar. Aber viele Gerichte tendieren dazu,
dass in Wohngemeinschaften man seinen Anschluss wohl Dritten überlassen kann. Das heißt, den anderen Mitbewohnern dürft ihr einen Anschluss überlassen, sofern ihr denen vorher gesagt habt, bitte darüber keinen Scheiß bauen, keine Urheberrechtsverletzung begehen. Gleiches dürfte gelten für Ferienwohnungen, für Hotels und Cafébesitzer. Auch die dürfen wohl ihre Anschlüsse überlassen. Da sage ich deswegen wohl, weil es noch keine höchstrichterliche Entscheidung, meinetwegen des Bundesgerichtshofs, dazu gibt. Es gibt Entscheidungen zu offenen WLANs. Also insofern müssten Hotels da auch wieder vorsichtig sein, wenn die Kunden nicht registriert sind. War es also so, dass sie für offenes WLAN haften mussten. Da sind einige Umbrüche im Gesetz gerade im Gange. Dazu möchte ich nur kurz Stellung nehmen. Ich kann euch im Moment noch nicht empfehlen, euer WLAN offen zu halten und offen zu lassen, selbst wenn das Gesetz eigentlich offene WLANs fördern möchte und selbst wenn im Jahre 2017 da möglicherweise noch ein erweitertes Gesetz, eine Änderung des Telemediengesetzes kommt. Diese Gesetze sind so unklar, dass sie sowieso wieder von der Film- und Musikindustrie angegriffen werden würden. Ich bin noch der Meinung, offenes WLAN ist im Moment immer noch leider keine gute Idee, weil die Gesetzeslage dafür zu unklar ist. Und es gibt nur ein großes BGH-Urteil dazu, das noch immer sagt, offenes WLAN, wer das macht, der haftet für alles. So viel zur wichtigen Lage in Wohngemeinschaften. Dann gibt es die Eltern-Kind-Situation. Da haben wir zum Glück sehr viele Urteile, auch des Bundesgerichtshofs zu. Der Bundesgerichtshof hat gesagt, Eltern müssen ihre Kinder beim erstmaligen ins Internet lassen belehren und müssen dann nicht weiter neben ihren Kindern sitzen, wenn die im Internet surfen. Das ist eine Entscheidung, das ist die sogenannte Morpheus-Entscheidung, die wir erstritten haben vor dem Bundesgerichtshof, ich meine im Jahre 2012 schon. Also schon eine sehr gute Entscheidung. Ich will auch direkt dazu kommen, was dann unsere negative Entscheidung war. Ich glaube, die heißt Tauschbörsen 3, weil an dem Tag 3 Tauschbörsenurteile ergangen sind. Da wollten wir durchsetzen, dass man keine 200 Euro pro Musikalbum verlangen kann oder pro Musikstück verlangen kann seitens der Rechteindustrie. Da hat der Bundesgerichtshof gesagt, doch, so viel kann verlangt werden. Das ist natürlich heftig, denn so ein Musikalbum hat ja mehr als nur ein Stückchen drauf. Manchmal sind 10 Stücke, a 200 Euro, wären dann 2000 Euro. So viel hat der Bundesgerichtshof als Lizenzschaden, als Schadenersatz erstmal angesehen, ist wohl okay. Und da sind wir schon beim weiteren Knackpunkt. Wenn wir soweit sind, dass überhaupt einer in der Haftung ist, dann muss man schauen, was muss der zahlen und wie viel muss der abgeben. Vielleicht noch, ein letzter Punkt zur Familiensituation. Also in Familiensituationen, Eltern haften nicht für ihre minderjährigen Kinder, wenn sie die belehrt haben, nicht für ihre volljährigen Kinder und nicht untereinander. Allerdings gibt es dann dummerweise auch noch ein weiteres BGH-Urteil, was sagt, dass man zunächst mal sowieso vermutet, dass derjenige, der einen Internetanschluss angemietet hat, auch immer der Täter ist. Ja, weil der Musikindustrie und der Filmindustrie gar nichts anderes übrig bleibt, als das zu vermuten. Sie hat ja keinen anderen Namen. Und da muss der Täter sich entschuldigen, exkulpieren und sagen, nee, ich bin es nicht, bei uns leben noch andere Leute im Haushalt. Und wie er das tun kann, das sagt die Afterlife-BGH-Entscheidung, die wir auch erstritten haben hier. Da heißt es nämlich, er muss nur jemand anderen ins Spiel bringen, der ebenfalls Zugriff zum Internet-Account hatte. Afterlife haben wir hier mal ganz deutlich dargestellt. Das könnt ihr da in Ruhe euch noch einmal anschauen. Wenn ihr wisst, wer die Tat begangen hat, dann müsst ihr denjenigen allerdings benennen. Hat der Bundesgerichtshof ganz neu entschieden, könnt ihr euch hier auch mal anschauen. So, jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr erwischt werdet? Ziemlich hoch. Das Netz wird total engmaschig überwacht, jedenfalls wenn ihr BitTorrent nutzt oder so Software wie Popcorn Time, die aussieht wie Streaming-Software. Und da sieht es so aus, dass ihr nicht nur den Stream konsumiert, sondern gleichzeitig weiterverteilt über die Tauschbörsen. Ganz schwierig. Da werden die Menschen massenhaft erwischt. Jedenfalls, wenn ihr aktuelle Kinofilme schaut, wird das engmaschig überwacht. Jetzt ist eine Abmahnung im Briefkasten und die wollen 800 Euro von euch haben. Sind die gerechtfertigt? Könnte sein. Es ist so, dass wenn ihr erstmal der Verantwortliche seid, also euch nicht in irgendeiner Weise exkulpieren konntet, weil andere die Tat begangen haben, der Bundesgerichtshof in einer Entscheidung, die wir wiederum vor dem BGH verloren haben, gesagt hat, ja, 200 Euro Schadenersatz für ein Musikstück sind wohl okay, weil sich das Ganze nach sogenannten Lizenzanalogiegebühren berechnet und somit, sage ich, könnten für ein Musikalbum schon mal 2000 Euro fällig werden. Für einen Film ist das noch nicht entschieden worden, da werden in der Regel 600 bis 700 Euro angesetzt.
Die müssten dann wohl auch noch okay sein, diese Lizenzgebühren. Zum Glück, anders als früher, könnt ihr nicht mehr für tausende Filme erwischt werden, sondern ihr werdet nur für einen Film erwischt. Und zum Glück, auch anders als früher, gibt es keine Hausdurchsuchungen mehr wegen dieser Tauschbörsenaktivitäten. Dafür gibt es einen zivilrechtlichen Auskunftsanspruch, den ich vorhin schon kurz erläutert habe. Also, keine Hausdurchsuchung, ihr kommt dafür erstmal nicht ins Gefängnis und ihr müsst dafür Abmahngebühren zahlen. Die sind gedeckelt in der Regel auf 155 Euro im privaten Bereich. Plus eben diesen Schadenersatz, der kann liegen bei einem Song für 200 Euro. Aber wohlgemerkt, erst dann, wenn auch feststeht, dass ihr die Täter seid. Abschließend noch was zur Verjährung. Da hat der Bundesgerichtshof gesagt, dass die Abmahngebühren in 3 Jahren verjähren und der Schadenersatzanspruch in 10 Jahren verjährt. Das bedeutet aber auch, wenn ihr euch rausreden könnt und sagt, wir sind nicht die Täter, also da lebt noch andere, dann ist der Schadenersatzanspruch per se schon mal weg. Und dann habt ihr gar nichts mehr mit dieser Verjährung zu tun. Dann müsst ihr euch nur noch überlegen, ob ihr Störer seid. Störer sind all diejenigen, die andere Leute ins Internet gelassen haben, ohne sie korrekt zu belehren, dass sie nichts Illegales tun sollten. So. Und das würde dann in 3 Jahren verjähren, da geht es aber nur um 150 Euro. Also auch da wieder halbwegs überschaubar das Risiko. Zusammenfassend, die Lage hat sich erheblich verbessert. Früher hatte ich hier zu tun mit Tauschbörsennutzern, die 50 bis 20.000 Euro an die Musikindustrie zahlen sollten. Das ist heutzutage erheblich weniger geworden. 800 Euro, 900 Euro, das ist das, was regelmäßig verlangt wird. Es gibt noch Kanzleien, die mehr verlangen, aber die sind tatsächlich in der Minderheit. Die meisten werden abgemahnt von der Kanzlei Waldorf-Frommer. Ein paar andere Abmahnkanzleien gibt es auch noch, aber nicht mehr so viele. Was auch zugenommen hat, sind die Klagen. Früher ist kein Tauschbörsennutzer verklagt worden, heute schon mehr. Aber mit den Argumentationen, die ich gerade genannt habe, kann man natürlich die Tauschbörsennutzer auch ganz gut verteidigen. Man kann sich auch einigen mit der Musikindustrie. Das solltet ihr besser einen Anwalt machen lassen. Man kann auch die Unterlassungserklärungen abwandeln. Auch das solltet ihr den Anwalt machen lassen. Aber in der Summe kann man sagen, hat sich die Situation entspannt. Die Überwachung ist sehr engmaschig. Ich würde die Finger von den Tauschbörsen auf jeden Fall lassen. Erstens ist es illegal. Zweitens werdet ihr sehr sicher erwischt. Sollte das der Fall sein, dürften wir die richtige Kanzlei für euch sein. Ruft mich dann an und wir schauen mal, was wir in eurem Fall tun können. Ich hoffe, ich konnte euch im Jahr 2017, 7 Jahre nach meinem ersten Tauschbörsen-Video, mal wieder auf den neuesten Stand bringen. Das war ein längeres Stückchen, aber war mal wieder nötig. Wir haben so viele Tauschbörsen-Videos hier gedreht. Die seht ihr auch alle nochmal in der Playlist, die wir unten verlinkt haben und die ihr hier aufrufen könnt. Wer das alles nochmal chronologisch nachschauen möchte, weil er etwa abgemahnt worden ist, sollte sich diese Playlist unbedingt reinziehen. Euch noch einen schönen Tag. Tschüss und bis morgen.